Ja, ich bin der Trainer der Spielvereinigung Brakel, trainiere die B- und C-Jugend in der Landesliga, bin 39 Jahre alt und die beiden Mannschaften haben sich dieses Wochenende für die deutschen Futsalmeisterschaften in Gebelsberg qualifiziert und darauf trainieren wir jetzt auch heute oder beziehungsweise die ganze Woche schon hin und wir freuen uns natürlich auch darauf. Ja, was für Teams warten denn auf euch bei den deutschen Meisterschaften? Ja, wir haben mit insgesamt 3 Regionalligisten alleine bei der C-Jugend, mit Fortuna Köln, mit Hertha BSC Berlin unter anderem, natürlich richtig hochkarätige Teams dabei. 1860 München ist unter anderem auch dabei, die aber nicht in unserer Gruppe sind, sondern in der Parallelgruppe. Und bei der B-Jugend ist es so, dass der FC Schalke 04, Holstein Kiel, Stuttgarter Kickers, der 1. FC Saarbrücken und Tennis Borussia Berlin als unglaublich große, namhafte Vereine auf uns warten. Ja, was macht denn den Futsal an sich aus? Futsal ist vor allem der Vorteil, dass es unglaublich viel auf Fußball ankommt. Das heißt, wir haben durch diese 5-Fouls-Regel im Prinzip ganz klar die Wertigkeit darauf gelegt, dass die Körpergröße keine Entscheidung oder kein Entscheidungsträger ist, sondern es darauf ankommt, dass man wirklich Fußball spielt. Die Technik ist gefragt durch diese Auslinien, die dementsprechend auch beim Futsal vorhanden sind und dadurch natürlich die Wertigkeit für das reine Fußballspielen ganz klar höher liegt und deswegen auch ein unglaublicher Fabel von mir ist und mir auch unglaublich viel Spaß macht und auch den Jungs unglaublich viel Spaß macht. Ja, dann haben sich ja gleich aus unserer Region, also aus dem Sportkreis Höxter, 2 Teams für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Wie kommt das? Weil unser Kreis ist ja nicht gerade so bekannt dafür, Futsal zu spielen. Es wird ja noch nicht ganz so angenommen und es ist ja noch, noch verbesserungsbedürftig. Gut, natürlich. Ich denke mal, irgendwo ist jeder Anfang natürlich, ich sag mal, erstmal muss der gegeben sein. Und wir haben jetzt vor 4 Jahren damit angefangen, das erste Mal im Prinzip bei den Westfalenmeisterschaften zu spielen. Haben uns da den Titel gleich geschafft mit den 99ern und 2000ern. Seitdem ist es so, dass diese C-Jugend regelmäßig, also das 4. Mal in Folge, Westfalenmeister sogar geworden sind. Haben 3-mal eine Westdeutsche Meisterschaft das Halbfinale erreicht. Und man könnte jetzt eigentlich sagen, was lange währt, wird irgendwann gut. Und wir haben es jetzt eigentlich darauf hingearbeitet, dass wir dieses Jahr mit 2 Mannschaften westdeutscher Meister werden, ist natürlich sensationell. Aber gerade bei den 2000ern vielleicht auch eine Folge der letzten 3 Jahre, weil die 2000er waren 3-mal bei den westdeutschen Meisterschaften schon dabei. Und die haben sich eigentlich auch verdient, es endlich zu schaffen, zu den deutschen Meisterschaften zu kommen. Und wenn man das jetzt richtig nüchtern betrachtet, hast du völlig recht, das ist hier eine Sache, die kaum Anklang findet oder beziehungsweise noch wenig hervorgehoben wird, aber für uns eine unglaublich tolle Sache ist, auch weit voranzukommen. Ja. Wie schätzt du denn eure Chancen ein bei den deutschen Meisterschaften? Es ist natürlich so, dass es für uns eine große Herausforderung ist, überhaupt dabei zu sein. Man muss natürlich erstmal gucken, wie die Jungs das Ganze drumherum aufnehmen mit DFB-Pokal, mit Präsentation der Mannschaften, mit Vereinen wie Hertha BSC Berlin und allen im Prinzip auf einem Level genannt zu werden, deutschlandweit der einzige Verein zu sein, der 2 Mannschaften stellt. Aber wir haben eigentlich gezeigt bei den Westfalenmeisterschaften, bei den westdeutschen Meisterschaften, dass wir sicherlich für alles zu haben sind. Aber ich sage mal, alleine dabei zu sein, ist für uns schon eine unglaublich tolle Sache. Und ich denke, das sollten die Jungs auch wirklich erstmal so annehmen und mitnehmen, dass sie für ihre Ewigkeit eigentlich unter die besten 8 gekommen zu sein, das für immer eigentlich ihren Enkelskindern auf dem Schoß noch erzählen können. Ich mag Futsal, weil es viel körperbetonter ist als Normalfußball in der Halle. Ich mag Futsal, weil es einfach Spaß macht, den Gegner auszukontern. Ich liebe Futsal, weil es unglaubliche Emotionen auslöst, eine große Liebe geworden ist und uns unglaublich vorangebracht hat.